Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Deine Stimme, Dein Gesicht Box von Serum 114. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Deine Stimme, Dein Gesicht von Serum 114, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album der Band Serum 114. Deine Stimme, Dein Gesicht lesen wir hier auf der Box. Darunter Limited Edition. Ganz oben den Schriftzug Serum 114 mit den zwei Rennfahnen, also das Logo der Band. Und dann haben wir hier die vier Gesichter, so gesplittet, also immer so ja, etwas abgeschnitten, alle vier Herrschaften. Das Ganze ist, genau hier lesen wir es, auf 1000 Stück limitiert und auch durchnummeriert. Bedeutet, wir haben hier diesen Sticker und zwar lesen wir hier Deine Stimme, Dein Gesicht, Limited Fanbox. Beziehungsweise lesen wir hier Deine Stimme, ein Gesicht, also das D ist hier irgendwie mit verloren gegangen, okay. Und meine Box ist Nummer 417 von 1000. Dann gibt es hier nochmal das Logo. Auch nochmal das Logo. Nochmal und nochmal. Und auf der Rückseite ist das Ganze recht blank. Hier unten gibt es dann noch die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Rookies und Kings. Und dann gibt es hier unten rechts noch einen Barcode. Ja, die gesamte Box ist in so einer... ja, in so einer Stein- bzw. Betonoptik, sieht so aus wie so ein richtig abgewaschener, abgerissener, abgekratzter Beton. Kleines Highlight noch zu dieser Box, das Ganze hier, was wir hier sehen, also dieses Logo-Artwork, ist mit einer speziellen Farbschicht, mit einem speziellen ja, Verfahren aufgetragen worden und ist Glow in the Dark. Also bedeutet, das Ganze leuchtet im Dunkeln und aus diesem Grund werden wir jetzt mal ganz kurz das Licht abdrehen. Kleiner Moment. So, und wenn auch etwas schwach, ich hoffe, man kann es hier trotzdem halbwegs erahnen. Serum 114 und die Fahnen, das Ganze hier in dieser Dunkel, ja, in diesem Leuchteffekt. Auf den Seiten leuchtet es ebenfalls, auch wenn man es hier echt kaum sehen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte die Box vielleicht vorher noch etwas mehr in die Sonne oder ins Licht stellen können, dann wäre der Effekt wahrscheinlich noch etwas größer. Aber ich glaube, ihr könnt es hier halbwegs sehen. Also zumindest das hier auf der Front kann man gut sehen. Die Seiten sind jetzt leider echt etwas zu schwach. Aber ja, es funktioniert auf jeden Fall und das Ganze hält, was es verspricht. So, dann machen wir das Licht mal wieder an. So, es kann natürlich auch sein, dass das Ganze etwas gelitten hat über die Jahre, denn wir erinnern uns, die Box ist aus dem Jahr 2012, sind mittlerweile auch schon 8 Jahre und ja, da hat vielleicht das Ganze, dieser Effekt, dieser Glow-in-the-Dark-Effekt etwas gelitten darunter im Laufe der Zeit und eventuell war das am Anfang so etwas stärker. Ja, also, dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Hier rechts kann man das Ganze aufklappen. Und dann kommen wir zum Innenleben. So, wir haben hier einmal eine Fahne mit dabei. Dann haben wir das Album an sich im Digipack. Einen Schlüsselanhänger. Einen Patch. Und eine Schablone. Jawohl, von innen die Box in weiß. Jetzt ist sie leer und... man hat das Ganze auch hier mit einem Magneten gemacht. Also die schließt hier so mit einem Magneten. Sehr schön gemacht. So, dann packen wir die Box mal zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. Fahne kann auch dabei weg. Gut. Also, das ist das Album. Kommt auch wieder in so einer Stein, in so einer Betonoptik. Serum 114 Logo. Darunter dann Deine Stimme, Dein Gesicht. In so einem ja, Rot bzw. Orange. Dann haben wir die vier Bandmitglieder hier komplett abgebildet, also nicht wie in so einer, wie bei dem Boxcover, in so einer abgeschnittenen Optik. Nein, hier sind wirklich alle vier Köpfe ganz zu sehen. Und nicht nur das, wir haben auch hier die Unterschrift mit dabei. Ja, das ist auch eine Besonderheit der Box. Das Album gibt es natürlich auch regulär zu kaufen, aber nur in dieser Box wurde das Digipack auch entsprechend signiert. Bedeutet, alle vier Bandmitglieder haben hier über ihrem Kopf unterschrieben.
Christian, Thorsten, Markus und Nils, alle hier mit schwarzem Stift. Dann haben wir auf der Seite die Katalognummer Serum 114, deine Stimme, dein Gesicht, Rookies und Kings. Und auf der Rückseite gibt es die Tracklist. Ja, 12 plus 1 ergibt 13 Tracks, Beteiligte und Barcode. Und dann schauen wir mal rein. Das Ganze kommt in einem Digipack. Hier innen sieht das Ganze schon ziemlich orange aus. Und dann haben wir das Booklet hier in der Stecktasche. Und auch das kommt in so einem knalligen Orangeton. Ja, also das sieht echt heftig aus. Und auch die Seiten selber kommen hier in diesem knalligen Orange. Die Lyrics sind verfasst, also Wort für Wort hier abgedruckt. Die einzelnen Bandmitglieder hier dann noch in Einzelfotos. So sieht das aus. Und schwarz und weiß auf diesem Orange. Das knallt echt ordentlich. Serum 114. Dann hier wieder die Band. Sieht so ein bisschen nach Backstage aus. Weitere Lyrics, weitere Fotos. Okay. Und zum Abschluss haben wir dann noch umfangreiche Album-Credits und eine noch umfangreichere Danksagung. Ja, so sieht das aus. Wir packen das Booklet wieder zurück in die Stecktasche und kommen zur Album-CD. Die kommt auch wieder in diesem Orange, weißer Aufdruck und hier wieder die vier Herrschaften. Und so sieht der Rest dann aus. Gut, soweit zum Album. Dann haben wir mit dabei einen Patch. Der sieht so aus, in schwarz-weiß und ja wieder dieses Rot bzw. Orange. Also hier lesen wir wieder Serum 114, deine Stimme, dein Gesicht im Querformat. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Und wir haben natürlich die Ränder hier, also den Rahmen, auch nochmal schwarz vernäht. Also ein Patch. Ein Schlüsselband ist ebenfalls mit dabei. Das sieht so aus. Auch hier wieder Bandlogo plus Albumtitel mit drauf. Schwarz, weiß und orange. Und das Ganze endet dann hier mit so einem schwarz-silbernen Karabiner, den man hier natürlich aufdrücken kann. Und dann könnt ihr da dranhängen, was ihr möchtet. Ja, die Schlaufe ist auch recht großzügig. Dann kann man das verwenden. Gut, ein weiterer Inhalt ist dann hier aus Kunststoff. Und zwar haben wir hier eine Schablone. Man kann es gut lesen. Serum 114. In so großen, mächtigen Blockbuchstaben. So sieht das aus. Bedeutet, man kann das irgendwo an eine Oberfläche dranhalten, dranlegen. Und dann zum Beispiel mit einem dicken Marker oder mit einer Sprühdose dann seine Lieblingsband hier verewigen auf dieser Oberfläche. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Fahne mit dabei. So, die passt natürlich auch wunderbar zu dem Album, beziehungsweise nein, zu der Band, zu ihrem Logo mit den zwei Rennfahnen. Genau, und das hat man dann auch hier auf die Fahne drauf gemacht. Also, die Fahne in weiß mit schwarzem Aufdruck. So sieht das aus. Wir lesen hier in der Mitte riesengroß Serum 114. Dann gibt es links und natürlich auch rechts jeweils diese schwarz-weißen Fahnen. Und man hat in den Ecken, in den oberen zwei Ecken, auch noch solche Metallösen reingemacht, dass man das Ganze dann wirklich auch entsprechend aufhängen kann. Und bei dieser Fahne haben wir es zu tun mit einer Fahne von OneTrade. Das Ganze ist 100% Polyester. Gut, dann schauen wir mal, dass wir die Fahne wieder auf eine brauchbare Größe zusammenlegen können. Moment. So, einmal quer und nochmal. So, ja, werde ich dann nach dem Unboxing nochmal etwas schöner zusammenlegen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, beziehungsweise möchte ich euch die Zeit ersparen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat in weiß und schwarz. Dann diese Schablone hier, Serum 114, diese Plastikschablone. Der Schlüsselanhänger hier mit dem Karabiner, dieses Schlüsselbändchen. Der Patch im Querformat
Und natürlich das Album an sich, deine Stimme, dein Gesicht, signiert von allen vier Bandmitgliedern im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Deine Stimme, dein Gesicht von Serum 114. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Serum 114 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.